Hallo Römer, meine Freunde, was geht? Willkommen zu einem neuen Projekt. Und zwar Portal. Ja, ich dachte mir so, dieses Spiel wollte ich schon immer mal komplett durchspielen und schon immer mal Let's Playen, aber ich hab's noch nie getan. Der Sinn in diesem Spiel ist es, mit den Portalen, die man mit einer Portalkanone schießen kann, die wir aber später erst im Verlauf des Spiels kriegen, Rätsel zu lösen und aus der Aperture Science Einrichtung zu entkommen. Und ja, wir sind jetzt hier aufgewacht, das war unser Schlafplatz, wir sind ein Testobjekt. Und was gibt es hier denn so Schönes? Hallo und noch einmal willkommen im computergesteuerten Enrichment Center von Abbott. Wir hoffen, Ihr kurzer Aufenthalt in der Entspannungskammer war angenehm. Ihre Probe wurde verarbeitet und wir können mit dem Haupttest beginnen. Vergessen Sie nicht, dass Spaß und Lernen zwar im Vordergrund aller Aktivitäten im Enrichment Center stehen, dass es aber auch Verletzungen geben kann. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie auf keinen Fall etwas... Por favor, Bordon, befreier Mutters. Vorsicht, das Portal öffnet sich in 3, 2, 1. Oh. Hey, da sind wir. Raus, rein. Raus, rein. Raus, rein. Wir sollen nichts anfassen? Okay. Ich nehme das Radio mit. Ding, ding. Wir haben nichts angefasst. Nichts angefasst. Lalala. Wow. Okay, ja, das wäre jetzt unser erstes Rätsel. Mit E nehmen wir ein Objekt auf und ja, wir müssen den Würfel jetzt hier drauf platzieren. Bitte begeben Sie sich nach jedem Test in die Kammerschleuse. Achten Sie zunächst jedoch auf das Leuchtpartikelfeld vor dem Ausgang. Dieses Materialauflösungsgitter von Aperture Science vaporisiert alle passierenden, nicht autorisierten Geräte. Zum Beispiel den beschwerten Speicherkubus von Aperture Science. Ja. Wir mussten den Schalter mit dem Würfel drücken, weil der sonst wieder deaktiviert wäre. Und ja, solche Rätsel begegnen uns halt, aber in schwerer. Und sag jetzt nicht, unser Radio wird zerstört. Nein, unser Radio! Okay. Armes Radio. Ja. Schicker Fahrstuhl eigentlich. Okay, ein bisschen sehr dreckig, aber... Naja... Ist ja noch ganz okay, würde ich sagen. Ah. Okay, gehen wir weiter zu Test 1. Okay. Bitte stellen Sie den beschwerten Speicherkubus auf den 1500 Megawatt Schwerlast-Superkollisions... Hä? Okay, achso, wir müssen jetzt warten. Ah, nein, Kubus! Und das Portal ist weg. Okay. Das Portal öffnet sich, wie es aussieht, von alleine noch. Und ja. Wir müssen jetzt halt ein bisschen warten und jeweils durchgehen, wenn das Portal richtig ist. Jetzt zum Beispiel Kubus rauflegen und runter. Danke. Raus. Bitte begeben Sie sich rasch in die Kammerschleuse, da im Test kein andauerndes Verweilen am Knopf vorgesehen ist. Wollen wir jetzt eine kurze Zeit warten? Irgendwie bin ich ja dafür. Vielleicht kommt ein Easter Egg oder so. Das wäre ziemlich cool. Ah. Okay. Okay, wir gehen weiter. Obwohl, ich will... Aber irgendwie will ich... warten und... nein! Ah, meine Schritte zwingen mich. Oh mein Gott. Ah, okay. Ich will wieder raus. Ich will meine Portalkanone haben. Ich weiß nicht, wie weit ich mal bei diesem Spiel gekommen bin, aber es war nicht wirklich so weit. Ich habe das Spiel auf jeden Fall noch nie durchgezockt. Lade Daten. Ah. Ich hoffe, jetzt kommt nichts. Jetzt wird hoffentlich nichts asynchron. Das wird ziemlich kacke. Sehr gut. Nur achten Sie,
dass der Geschmack von Blut nicht Teil des Testprotokolls ist, sondern ein unerwünschter Nebeneffekt des Materialauflösungsgitters von Aperture Science, das in manchen Fällen Zahnfüllungen, Kronen, Zahnschmelz und Zähne auflöst. Hä? Was? Aber ich... Was? Ich brauch das noch. Runter, wir müssen runter. Yes! Sehr gut. Sie verfügen nun über das mobile Portalgerät von Aperture Science. Damit können Sie eigene Portale schaffen. Diese intradimensionalen Tore sind vollkommen sicher, das Gerät allerdings nicht. Hä? Berühren Sie nicht sein aktives Ende. Blicken Sie nicht direkt auf das aktive Ende des Geräts. Bringen Sie das Gerät nicht mit Flüssigkeit in Kontakt. Vor allem sollten Sie unter keinen Umständen das Gerät aus... Hey. Okay. Das löst alle geschossenen Portale auch auf, okay. Aber wir brauchen das orangene Ende noch. Wir haben nur das blaue. Wir können nur ein blaues Portal schaffen. Oh mein Gott! Ich sollte echt mal meinen Schreibtisch aufräumen, fällt mir gerade so auf. Zu viele Energy-Dosen und so. Und generell viel zu viel Pfandflaschen. Ja, egal. Okay, wie machen wir das jetzt? Test Begeben Nummer 3. Okay, das wird easy. Einfach Portal schießen und wir sind auf deiner Seite. Okay. Ah, macht Sinn. So, zack. Sehr gut. Übrigens, der Tag der offenen Tür für Töchter bietet sich an, um auch sie testen zu lassen. So, sorry Leute, kleine Unterbrechung. Sollt ihr mir angewöhnen, nicht bei Unterbrechungen weiterzuspielen ein wenig. Egal. Schneide ich ein bisschen raus. War ja eh nur... darum gestehe. Naja. Okay, wir haben... Ladedaten. Echt jetzt? Ich hoffe echt, dadurch wird nichts asynchron. Das wäre echt scheiße. Willkommen in Testkammer 4. Sie sind gar nicht schlecht. Ich weiß. Ich bin toll. Okay. Wir brauchen den... Kubus. Klappt das nicht? Okay. Zack. Und hier runter. Ich stehe auf dem Kubus. Zack. Und... Auch das war wieder sehr gut. Als Teil eines festen Testprotokolls wird die nächste Testkammer nicht überwacht. Sie sind dort ganz auf sich gestellt. Viel Glück. Als ob. Irgendwie glaube ich dir ja nicht. Aber okay. Yay. Feuerwerk. Verdammt, wie lange nehme ich auf? 5 Minuten oder so? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich denke, es waren 5 Minuten. Und Testkammer Nummer 5. Wo wir angeblich auf uns alleine gestellt sind. Okay. Ich denke mal, wir müssen das machen. Dann müssen wir da rein. Dann haben wir den ersten unten. Jetzt müssen wir darüber schießen. Hierhin und den zweiten nach unten bringen. Oh, okay, das war leichter als gedacht. Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass das so leicht wird. Wir können übrigens nicht überall Portale hinschießen. Ich glaube, nur auf so einen weißen Boden. Da auf das Gitter zum Beispiel können wir es nicht. Da können wir aber durchschießen. Oben können wir auch noch ran, genau. Da auf die Schilder nicht. Oder über die Schilder, hier drauf nicht. Und... Zur sicheren Durchführung der autorisierten Aktivitäten zerstören Sie keine wichtigen Testapparate. Ich will es mitnehmen. Lalala. Das war ich nicht. Als Teil eines festen Testprotokolls war die vorige Aussage, dass diese Kammer nicht überwacht wird, eine reine Lüge. Wusste ich doch. Gut. Als Teil eines festen Testprotokolls beenden wir die Wahrheitsverzerrung in 3, 2, Okay. Wir nehmen unser Radio wieder mit. Oh nein, das wird wieder zerstört, oder? Schaffe ich das? Nein, mein Radio. Mann, no. Ich will auch nur mein Radio mitnehmen. Das hätten sie echt ändern können, dass man Radios mitnehmen kann. Ladedaten. Wow. Ich liebe Ladedaten. Ladedaten ist fast toll.
Okay, krieg ich jetzt endlich mal meine orangene Dings? Okay, ja, das ist... Sicherheit ist eins der Ziele des Enrichment Centers. Doch die Energiekapsel von Aperture Science, links von der Kammer, kann dauerhafte Schäden wie Vaporisierung hervorrufen. Passen Sie auf. Ja, das ist auch ziemlich einfach, wollte ich sagen. Ihr seht ja, da wird so eine Kugel rausgeschossen, die fliegt gegen das Portal. Wir müssen einfach da oben ein Portal hinmachen, dann fliegt das nämlich durchs Portal, da durch und dann in den anderen Laser rein. Sie, Subjektname hier, sind wohl der Stolz von Subjektwohnort hier. Echt jetzt? Wir haben nicht mal einen Namen. Komm mal durch. Ja, komm mal nicht, schade. Wieso haben wir keinen Namen? What the fuck? Ist doch... Wie nennen wir uns denn? Wir sind die Gertrud. Gertrud. Ach ja. Ja, was ich vielleicht übrigens mal erwähnen könnte, wird vielleicht noch ein Infovideo dazu gemacht. Das ist übrigens ein Ersatz für Zelda Minish Cap. Signale sind für alle Mobilgeräte Vorschrift. Alarm und blinkende Lichter können jedoch die Energiekapsel irritieren und wurden daher zu ihrer Sicherheit deaktiviert. Okay. Da ich das Problem mit der Aufnahme gibt, mit meinen Aufnahmen, ich habe das Projekt da komplett vorproduziert. Gut. Jetzt und mit dem nicht stationären Gerüst ja, das zur Kammerschleuse. Da sind ein paar Probleme aufgetreten. Mit den Aufnahmen, deswegen wird das ein bisschen noch warten oder dauern, bis das wieder kommt, wenn ich überhaupt wieder hochladen werde. Vielleicht werde ich das Projekt auch irgendwann nochmal remachen, aber das tut nicht zur Sache. Das werdet ihr dann ja schon noch sehen. Ja, wir mussten halt das gleiche machen wie eben, diesen Laserpunkt da zu dem anderen Laser da hinlenken und dann einfach auf diese Plattform und begeben durch ein Portal. Und dass man nach jeder Aufgabe so Ewigkeiten Fahrstuhl fahren muss. Ey. Hätten die jedenfalls die coole Fahrstuhlmusik, wäre das echt um einiges besser. Und nicht ständig diese Schladedaten. Oh mein Gott. Egal. Okay. Was ist denn jetzt? Nummer 8. Sie, dass ein Scheitern Konsequenzen hat. Kontakt mit dem Kammerboden führt zu dem Vermerk unzureichend auf Ihrem Testbogen, gefolgt von Ihrem Tod. Viel Glück. Das ist jetzt schon etwas schwieriger, aber das wird auch leicht zu machen sein. Und zwar müssen wir erstmal die Kugel da hinlenken und jetzt das Portal umändern, sodass die Kugel durch das Portal nach da geschossen wird. Wo genau man das hinlenken muss, ist relativ einfach zu erkennen. Und zwar an diesen schwarzen Punkt da und vorher war hier auch so ein Laser oder so Licht, wo dieser Laser hinscheint. Deswegen war das relativ gut zu erkennen, wo man das Portal hinschießen muss, damit das auch perfekt trifft. Yay! Okay. Lassen wir das. Und hoch. Super. Beachten Sie, dass der Anschein einer Gefahr nur dazu dient, Ihr Testerlebnis zu verstärken. Ja, das glaube ich dir nicht, GLaDOS. Übrigens, die Stimme ist GLaDOS oder heißt GLaDOS. Das ist ein Roboter. Wie man auch unschwer in der Stimme erkennen kann. Übrigens, nach Portal 1, also nach diesem Projekt hier, wird Portal 2 folgen und danach... Das Center bedauert Ihnen mitzuteilen, dass der nächste Test leider unmöglich ist. Versuchen Sie es erst gar nicht. Und danach wird Portal 2 Co-op kommen. Mit, wahrscheinlich, ihr kennt ihn, müsstet ihr alle kennen, Flo. Und ja, ich will das Radio. Sie waren willensstark und ideenreich, trotz des extrem pessimistischen Einflusses. Okay, warte, das klappt. Verdammt. Ich will dieses Radio. Ich will dieses Radio.
Nein, mein Radio! Verdammt. Sorry. Ich hab Dezibel bestellt, der ist angekommen. Übrigens so. Sorry, dass ich so geschrien habe, aber mein Radio! Ich weiß nicht, wie lange ich aufnehme. Ich mache jetzt einfach noch so bis 10 vor, also noch so 8 Minuten. Ja, yes, vielleicht habt ihr einen längeren Part, vielleicht auch nur einen kürzeren. Ich weiß es ja nicht. Wie ich einfach mal eben 400 FPS hatte. Ew! Hallo, wir wieder. Unsere frühere Warnung. Impulse. Hä? Was? So. Super. Jetzt kommt das Portal da oben, glaube ich, hin, oder? Ja, genau. Und dann müssen wir jetzt nämlich hier reinspringen. Ratz! Spektakulär. Sie verstehen anscheinend, wie ein Portal den Vorwärtsimpuls beeinflusst. Oder genauer gesagt, wie nicht. Machen wir es mal nach ganz oben. Ich weiß noch nicht, ob das reichen wird. Nee, wir kommen erstmal genau hier rauf und von... Das Produkt aus Masse und Geschwindigkeit bleibt zwischen den Portalen gleich. Einfach gesagt, was schnell reingeht, kommt schnell wieder raus. Von hier aus müssen wir nämlich wieder reinspringen. Zack! Und sind da. Okay, das war jetzt auch nicht so schwer. Ich meine, wie sie erklärt hat, je doller man da reinfällt, desto weiter fliegt man auch wieder. Das kann man manchmal Ewigkeiten wiederholen und das ist dann... Och, du fliegst richtig weit. Das ist manchmal echt krass. Nein! Wieso werde ich ständig eingeschlossen? Wieso fahren wir ständig Fahrstuhl? So viele ungeklärte Fragen. Krass. Okay, dann warten wir halt. Und warten schon wieder, wenn die dass die Daten laden. Dass die Ladedaten, ja. Hm. Ah, Mann, Doki, dein Deutsch ist halt richtig gut. Ah. Liegt vielleicht daran, dass ich vorher eine Deutschklausur geschrieben habe. Das Enrichment Center verspricht Ihnen eine allzeit sichere Testumgebung. In gefährlichen Testumgebungen steht Ihnen das Enrichment Center stets mit gutem Rat zur Seite. Zum Beispiel ist der Boden hier tödlich. Meiden Sie ihn. Okay. Hier können wir hin, super. Dann können wir das nämlich betätigen. Und dann können wir... Hä? Ah! Wir konnten... Ah! Okay, das macht Sinn. Dann müssen wir jetzt warten. Jetzt rollt... Oder geht er wieder weiter, genau. Dann schießt er ein Portal hier hin. Wir können hier durch, sind auf der anderen Seite. Jetzt... ach genau, gut, okay. Machen wir das. Und das ist perfekt. Supergeil. Jetzt müssen wir warten. Und das Portal muss noch auf die andere Seite. Schnell, mach hinne. Und wir müssen auf die Plattform. Oh, knapp. Knappe Sache. Nice, gut. Und dann kriegen wir jetzt unsere orangene Kanone. Rüberspringen und... Das Gerät kann jetzt zwei verbundene Portale gleichzeitig erstellen. Als Teil eines freien Testprotokolls können wir Ihnen etwas Amüsantes mitteilen. Das Gerät ist jetzt mehr wert als die Organe und Einkommen aller Bewohner von... Subjekt wohnt hier. Jo! Dann gut, ja, jetzt können wir mit Linksklick halt dieses blaue Portal schießen und mit Rechtsklick das orangene. Und so wird es um einiges leichter, die Rätsel zu lösen. Und dadurch, dass wir jetzt auf der anderen Seite das Portal geschossen haben, könnten wir jetzt hier durch. Und ja, oh Moment, jetzt kann ich euch das mal kurz zeigen. Und zwar haben wir jetzt da oben ein Portal. Jetzt schießen wir genau unter uns ein Portal und... Ja, wir werden immer schneller. Und dass uns das nicht wehtut, wenn wir dann wieder aufkommen, ist echt krass. Naja. Jetzt haben wir... Yay. Orange und blau. Was ziemlich cool wäre, irgendwie, was mir jetzt gerade so einfällt, wäre echt gewesen, wenn man die Farben einstellen könnte.
so irgendwie personalisieren könnte. Das wäre echt cool. Machen zum Rausschleudern. Moment. Hinaus in den Raum. Okay, das kriegen wir hin. Dann machen wir da ein Portal und hier unten. Dann springen wir da rein, kommen auf der Ebene an. Dann machen wir das blaue Portal da oben. Springen noch einmal rein. Kommen hier an. Ah, okay, dann müssen wir... Oh. Machen wir das Portal dort. Und müssen jetzt noch einmal reinspringen und... Wow, perfekt geschafft. Nice. Ah, ob das klappt? Nein, leider nicht. Okay. Egal. Jetzt haben wir den Würfel, können ihn hier rauf platzieren und springen. Noch einmal! Oh Gott. Okay. Nice. Was ist denn los? Ist eure Einrichtung irgendwie nicht ganz gut so? Irgendwie? Hm. Kann man da eigentlich ein Portal schießen? Nein, ne? Die Fläche ist zu klein, sonst könnte man das, hätte man das wahrscheinlich echt geschafft. Könnte man sich da irgendwie hinterbacken oder so, das wäre ziemlich witzig. Das wäre richtig witzig. So, wir machen gleich noch einen Test und dann beenden wir fürs Erste den ersten Part von Let's Play Portal. Ich denke mal, das Spielprinzip hat jetzt jeder verstanden. Ladedaten. Mit den schönen Funken da so. Das Spielprinzip hat jetzt jeder verstanden. Und ich freue mich auf die ganzen weiteren Rätsel, die wir lösen müssen. Könnte der nächste Test sehr, sehr lange dauern. Wenn Ihnen schwindlig wird vor Durst, kippen Sie ruhig um. Ein Intubationsmitarbeiter wird Sie mit Magenmittel und Adrenalin wiederbeleben. Okay. Das müsste jetzt nicht so schwer werden. Da und da das Portal machen? Oder warte, das geht... Doch, das geht da durch, oder? Los, schieß doch mal den... Ah, super. Dann hätten wir das schon mal. Das hat jetzt... die Platte in Bewegung gesetzt. Okay, das heißt, wir brauchen da den ersten Würfel. Da müssen wir jetzt warten. Dann... Das war fast knapp. Müssen wir zuerst dorthin. Zuerst den Schalter aktivieren. Und uns dann auf diesen Schalter stellen. Wie es aussieht. Nee. Da ist noch ein Radio. Ah, wir brauchen den... Ah, okay, dann können wir uns darüber porten. Holen uns... den. Jetzt brauchen wir das blaue Portal. Und das orangene einmal, bitte. Danke. Blau. Und... Jo. Nice. Und jetzt können wir einfach drüber springen, oder? Ja. Super. Irgendwie will ich das Radio nochmal versuchen zu kriegen. Ich will dieses Radio. Nein! Okay. Radio. Nein! Das Radio bleibt oben, genau. Okay. Zack. Radio. Auch wenn es wieder kaputt geht. Auch nö. Dürfen wir sie nicht mehr belügen. Nach den Tests wird man sie vermissen. Hä? Okay. Gut, Leute, dann würde ich erstmal sagen, das war's mit dem ersten Part von Portal. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein. Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen auf das Endcard zu Let's Play Portal. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne ein Abo dalassen und dieses Video bewerten. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.